Hallo und herzlich willkommen hier bei Guido Ludwigs Hypnose und Meditation. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer Visualisierungsmeditation. Dieses Visualisieren von Bildern, dieses Hineinfühlen und Spüren in diese sieben Schlüssel, es darf uns so befreien. Es darf uns von dem Außen nach innen bringen, zu unserem wahren Selbst, dahin, wo wir zu Hause sind. Mögen diese sieben Schlüssel dir Befreiheit schenken. Kommen wir zum ersten Schlüssel der Befreiheit. Stell dir einen weiten, offenen Himmel vor, so unendlich und frei. Du stehst auf einem weiten Feld, umgeben von sanften Winden, die dich berühren, die jede Sorge von deinem Sein nehmen. So fällt es dir leicht, mit jedem Ausatmen mehr loszulassen. So lasse deine Ängste los, deine Erwartungen. Lasse mit dem Ausatmen deine Zweifel los. Lasse Schuld los. Sage oder denke dir, mag sein. Mag sein, dass es so war. Spüre und fühle, wie du mit diesem Akzeptieren leichter wirst. Wie es dir innerlich mehr und mehr möglich ist, in deine Leichtigkeit zu kommen. Mag sein, dass es so war. Mag sein. So darf der Himmel ein Symbol deiner Freiheit werden. Darf dieses grenzenlose und voller Möglichkeiten bestehende Universum dir ein Symbol sein, dass du es bist. Du bist immer frei. Bist hinter den Gedanken, hinter diesem Horizont frei. Darin breite dich nun aus. So kommen wir zum zweiten Schlüssel der Befreiheit. Annehmen, was ist. Visualisiere nun, dass du inmitten eines Waldes stehst. Jeder Baum, jeder Stein, jede Pflanze repräsentiert einen Teil deines Lebens. Einige Bäume sind stark und hoch, andere klein und verletzlich. Du gehst nun zu jedem Baum und berührst ihn. Und mit jedem Berühren sagst du laut oder leise: Es darf so sein. Akzeptiere mit jedem Berühren, dass es hier und jetzt befreit sein darf.
dass das Annehmen, so wie es ist, die Freiheit ist. Es darf so sein. Spüre, wie sich mit dieser Akzeptanz Frieden in dir ausbreitet. Wie sich vielleicht endlich etwas beruhigen darf, was sich so sehr nach Ruhe, nach Ausgleich und nach Vergebung sehnt. Es darf so sein. Darin breite dich aus. So kommen wir zum dritten Schlüssel der Befreitheit. Hier und jetzt sein. Stell dir vor, du sitzt an einem ruhigen See. Das Wasser ist spiegelglatt und in dieser Stille bist du vollkommen präsent. Jeder Gedanke, der kommt, gleitet über die Wasseroberfläche und verschwindet am Horizont. Nichts kann sich halten. Alles wird über dieser stillen Oberfläche sichtbar, erkennbar. So lassen alle Gedanken los. Schweben sie dem Horizont entgegen und verschwinden. So bist du hier an diesem See wunderbar in der Lage, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Wie schmeckt dieser Moment? Wie riecht er? Wie siehst du ihn? Wie hört er sich an? Wie fühlt sich dein ganzer Körper an? Darin breite dich aus. In diesem Moment gibt es nichts anderes als reines Sein. Reine innere Stille. In diese breite dich aus. So kommen wir zum vierten Schlüssel der Befreitheit. Ausbreiten im Raum der Möglichkeiten. Sieh dich nun inmitten eines unendlichen Raums, voller Farben und Lichter. Jede Farbe repräsentiert eine Möglichkeit. Jedes Licht ist ein Weg, den du gehen kannst. Fühle und spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr in diesem Raum ausdehnst. Wie du verbunden bist mit all den Lichtern, mit
all den Farben. Sag es laut oder leise, verbunden mit allem. Spüre die unendlichen Möglichkeiten. Erkenne all die Farbnuancen, all die Lichtquellen und Wege, Befreitheit, Unendlichkeit. Alles liegt in dir und ist mit dir. Darin breite dich aus. So kommen wir zum fünften Schlüssel der Befreitheit. Im Allvertrauen sein. So visualisiere vielleicht eine leuchtende Quelle. Aus ihr strömt pure, bedingungslose Liebe. Und du kannst dieser Quelle vertrauen. Kannst diese bedingungslose Liebe erkennen, spüren, fühlen, dich darin ausbreiten. Mit jedem Atemzug nimmst du mehr von dieser liebevollen Energie auf. So sag es laut oder leise. Es gibt einen Schöpfer oder eine Schöpferin. Sie kümmert sich um ihre Schöpfung. Fühle, wie sich das Vertrauen in dir vertieft. Deine Angst und deine Unsicherheit, sie werden unsichtbar, verschwinden. Diese Quelle der Liebe, diese Energie der unbegrenzten Möglichkeiten, sie ist dein Geschenk, dein Beweis des Allvertrauens. Darin breite dich aus, immer mehr. So kommen wir zum sechsten Schlüssel der Befreitheit. Unbedingte Liebe leben. So erscheint um dich herum ein Garten voller wunderschöner Blumen. Jede Blume steht für eine Form der Liebe. Für einen dieser wunderschönen Aspekte. Verbundenheit. Spüre, wie sich dein Herz öffnet und diese Liebe in all ihren Formen in dein Sein kommt. Liebe in allem durchströmt dein Sein. Es transformiert dich.
dir so ein positives Fühlen und Spüren. So sendet dir jede Blume Liebe und Vertrauen. Du kannst aus dieser Liebe nie herausfallen. Diese Schwingung der Liebe wird dich immer tragen, egal wo und wie du bist. Siehst diese Mutter der Geborgenheit. Siehst der Vater im Vertrauen. Siehst die Familie von allem, Liebevollen im Universum. Darin breite dich aus. So kommen wir zum siebten Schlüssel der Befreitheit. So löst du dich vielleicht mehr und mehr in ein leuchtendes Licht auf. Strahlst in alle Richtungen des Universums. Bist frei. Du bist nicht länger ein einzelnes Wesen, sondern Teil eines wundervollen, eines liebevollen und unendlichen Ganzen. Selbstsein. Vollkommenheit erkennen. In diesem Moment der Einheit erfährst du eine tiefe Erkenntnis. Vielleicht die Erleuchtung mit allem. Du bist das Universum. Und das Universum ist durch dich. In diesem Einssein mit allem breite dich aus. So bist du befreit. Möge es sich auf alle Wesen ausbreiten. Möge dieser Segen tragend sein. Danke für dein Sein. Liebe in allem.